cool gewesen. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, jetzt melde ich mich mal hier. Ich habe gerade die Live-Übertragung vom Petersplatz gesehen in Rom, ja, wo mein lieber Bruder Franziskus eine Hammerrede gehalten hat, ja, fantastisch, ja, über Solidarität, über Liebe, über Vertrauen in diesen schwierigen Zeiten, und hat für die gesamte Menschheit gebetet, nicht nur für die Christen, nicht nur für die Katholiken oder so, sondern für die gesamte Menschheit, hat für alle gebetet, alle gesegnet, hat für alle einen Segen gespendet, ja, und das denke ich, ist einfach notwendig in diesen Zeiten, ja, dass wir uns nicht abschotten, dass wir keine Grenzen aufziehen, sondern dass wir darauf hinweisen, dass wir alle zusammen im selben Boot sitzen und dass es dran ist, dass wir alle gemeinsam rudern, dass wir uns umeinander kümmern. Und ich muss sagen, in diesen Zeiten entdecke ich immer mehr viele positive Zeichen, die diese Zeit hervorbringt, ja, Kreativität, Solidarität, Liebe zueinander, man kümmert sich umeinander und man nutzt dazu eben die neuen Medien, man nutzt da für Social Media das, was vorher immer so ein bisschen verteufelt worden ist, ja, das bringt jetzt sehr viele Vorteile, wo wir doch alle zu Hause bleiben müssen, ne? Hier, ich sitze in meinem Wohnzimmer, ja, hier vor meinem Lieblingsbild von Franz Marc, Tirol, gemalt 1914, ja, in den Wirren des Ersten Weltkriegs, ja, eines seiner letzten Bilder, kurz bevor die spanische Grippe ausbrach, die letzte große Pandemie auf der Welt, ein Virus damals, das 50 Millionen Menschen weltweit getötet hat. Da sind wir zum Glück noch lange nicht. Aber wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht uns alle an die Regeln halten und wenn wir es nicht schaffen, die Ansteckungskurve, die Ansteckungsrate flacher zu bekommen, damit das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, dann stehen uns harte Zeiten bevor. Deswegen stay at home, bleib zu Hause, ist einfach wichtig, auch wenn es schwierig ist. Das ist ganz klar. Und jetzt eigentlich der Ölbaumpflanzer. Schreib mal kurz deinen Klarnamen. Hallo. Denn ich habe nur das iPhone vor mir und ich sehe noch nicht mal dein Bild richtig, lieber Ölbaumpflanzer. Aber ja, so ist das. Und ich habe mir gedacht, ich lese euch in diesen Zeiten einfach mal eine Geschichte vor, denn es gibt viele gute Sachen. Steve Hackett von Genesis, früher von Genesis, ja, spielt zum Beispiel jeden Tag auf seiner Couch in seinem Wohnzimmer ein Stückchen auf der Gitarre. Es gibt andere Musiker, Olli aus Marburg, yo. Es gibt andere Musiker, die tolle Videos posten und so, ja. Viel Ermutigung kommt aus den Bereichen der Kunst. Und ich habe mir gedacht, ich lese euch einfach mal eine Geschichte vor. Aus diesem wunderbaren Buch, ihr seht den leider verkehrt rum, den Titel. Es heißt Goldene Äpfel. Goldene Äpfel, Spiegelbilder des Lebens, lehrreiche und humorvolle Geschichten. Und daraus lese ich euch eine meiner Lieblingsgeschichten vor. Ich sage noch nicht, wie sie heißt, ja, sonst wisst ihr gleich. Also, in einem ärmlichen Dorf in China lebte ein Bauer. Er war gut angesehen, denn ihm gehörte ein Pferd, das er für die Feldarbeit und als Lasttier gleichermaßen benutzte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Alle Nachbarn riefen aus, wie schrecklich es doch sei. Aber der Bauer sagte lediglich, mag sein. Einige Tage später kam das Pferd zurück, und es hatte zwei Wildpferde mitgebracht. Pah, da freuten sich alle Nachbarn an dem Glück. Aber der Bauer sagte lediglich, mag sein. Am nächsten Tag versuchte der einzige Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zuzureiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich das Bein. Und sofort bekundeten die Nachbarn alle ihr Mitgefühl zu diesem Unglück. Aber der Bauer sagte wieder nur,
Mag sein. In der darauffolgenden Woche kamen Offiziere der Armee ins Dorf, um alle jungen Männer für die Armee zu rekrutieren. Den Sohn des Bauern aber wiesen sie zurück, denn er hatte das gebrochene Bein. Als ihm die Nachbarn wieder sagten, dem Bauern, wie glücklich er doch sei, antwortete der Bauer, mag sein. Eine wunderbare Geschichte, die uns dazu ermutigt, die Dinge immer wieder neu zu hinterfragen und nicht zu schnell mit den Deutungen zu sein, ja, das ist jetzt dies und das und so und was, sondern einfach alles einmal wahrzunehmen, es anzunehmen, darüber nachzudenken und dann versuchen, den Blick auf das Positive zu lenken, aber es nicht als das Einzige zu sehen, sondern das Ganze in den Blick zu nehmen. Ihr wisst ja, jedes Ding hat seine zwei Seiten, mindestens wahrscheinlich. Und in allem sind Dinge drin. Ich muss gleich mal, ich muss gerade mal hier winken zweimal, sind zwei neue dazu. Und in allem sind eben Dinge verborgen, die nicht so gut sind, aber es sind auch Dinge, Möglichkeiten verborgen, die uns weiterbringen. Und dazu ermutigt uns diese Geschichte. Und vielleicht komme ich einfach noch mal weiter online und lese euch andere Geschichten vor. Aber für heute lasse ich es mal gut sein. Bleibt gesund und bleibt zu Hause, damit wir diese Corona-Krise gemeinsam gut überstehen. Was soll ich noch sagen? Ich sage einfach, macht's gut, ihr Lieben. Und bis bald. Ciao. Ich drücke immer mit dem Finger an die falsche Stelle.